selbst damit umgehen. Da ist dann bei verschiedenen Gruppen eine Kamera dabei gestanden, so ähnlich wie das hier und so weiter. Das haben die schnell vergessen und haben dann diskutiert. Teilweise sind wir da von Gruppe zu Gruppe gegangen, haben uns das angehört, haben ein bisschen mitgesprochen und so weiter. Und die Kinder hatten da auf jeden Fall Freiheit zu sagen, was sie wollten. Dann Soziogramm, ist eine alte Methode, da haben wir geguckt, wir haben die Kinder gefragt, wenn die Schule ausfallen würde, mit wem würdest du jetzt dann aufbrechen, woanders hingehen, irgendwas unternehmen und so weiter. Und dann haben wir sozusagen geguckt, wie die Klassenstruktur ist, ob dann alle Migrantenkinder unter sich sind und die anderen wieder für sich und so weiter, ob darin auch Problematiken zum Ausdruck kommen, ob es Führungsfiguren gibt, die sozusagen was bestimmen. Mit denen haben wir dann teilweise extra Interviews nochmal gemacht, also mit denen haben wir extra nochmal gesprochen, um zu sehen sozusagen, inwiefern sie das, was die Kinder denken und sagen, wesentlich bestimmen. Also sehr auf die sozialen Mechanismen konzentriert. Und da gab es noch sowas wie Fotosoziogramm, nur am Rande erwähnt. Das ist so, dass wir gesagt haben, mit wem von der Klasse möchtest du dich am liebsten fotografieren lassen? Und dann haben die alle jemanden ausgesucht und dann haben wir so ein Studio aufgebaut und da wurden sie dann fotografiert, immer mit ihrem Partner. Und wir haben natürlich gefragt, ja warum und was und so weiter. Man hat natürlich auch gesehen, dass manche Kinder Schwierigkeiten hatten, jemanden zu finden, mit dem sie sich fotografieren lassen können und so weiter. Und später dann, in den gleichen Klassen, haben wir dann gesagt, wir wollen dich ein paar Leute mit uns einen Gang durch das Viertel machen. Und dann waren da vier Kinder oder fünf oder so und mit denen sind wir dann mit Videokamera durch das Viertel gegangen und die haben uns erklärt, was in diesem Viertel für sie wichtig ist und wo sie da hingehen und warum sie das machen und so weiter. Und alle wussten, dass es immer um dieses Neubauviertel geht und dass es um die Verbesserung der Situation für Kinder geht. Also das war sozusagen klar. Gleichzeitig war aber auch klar, dass es auch immer um das Verhältnis geht zwischen einheimischen Kindern oder Kindern, die von hier sind und solchen, die nicht von hier sind. Also haben wir das untersucht. Um das zu kontrollieren und parallel dazu, das ist sozusagen dieses Teil hier mit der Beobachtung. Die Beobachtung ist durchgehend gelaufen. Ich war selbst auch mehrfach jede Woche in dem Stadtteil und da dann rumgesessen, habe geguckt sozusagen, was fällt mir auf, was treiben die Leute dort und so weiter, vor allem die Kinder. Also eine sehr offene Situation, die Praxis der Kinder ist sozusagen das Thema. Unter bestimmten Fragestellungen, also die bestimmte Probleme enthalten. Also die Integrationsproblematik und die Problematik dessen, was die Kinder für sich selbst vorfinden im Stadtteil. Um das zu kontrastieren und weil wir da die Möglichkeit dazu hatten, dadurch, dass ich einen Professor kannte in Kalifornien, haben wir einen Plan gefasst, dass wir die Untersuchung fortsetzen. Und zwar haben wir in parallel, wir haben zwei Stadtteilen, ein Stadtteil in Stuttgart und ein Stadtteil in Tübingen, also Kleinstadt und Großstadt haben wir sozusagen diese Untersuchung gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, in Kalifornien wollen wir das auch so machen, in Großstadt und in Kleinstadt. Und Großstadt war gegenüber von San Francisco in Oakland und die Kleinstadt war in Sonoma, das liegt so im Norden. Weinbaugebiet oder so bestimmte Ähnlichkeiten auch mit Tübingen und so weiter. Und wir haben praktisch identisch, ich bin mit 12 Studenten dahin geflogen und dann haben wir dort 14 Tage lang in diesen beiden Gegenden haben wir dann auch an Schulen diese Untersuchungen durchgeführt. Wir haben sozusagen ähnliche Fragen gestellt und das Interessante war, dass wir überhaupt nicht von den Kindern als Fremdkörper wahrgenommen worden sind, sondern wir wurden wahrgenommen als Leute, die sich nicht auskennen und denen man sagen muss, wie es hier ist. Also es waren ganz schreckliche Gegner, muss man dazu sagen, also ganz anders als bei uns zu Hause da.
es war dann teilweise so, dass ich gefragt habe, warum denn da so Bodenschwellen sind, alle 10 Meter auf der Straße. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das ist, damit man nicht ziehen kann. Das heißt, da wurden Bodenschwellen errichtet, damit man halt nicht aus dem Auto rausschießen kann. Also, weil das sehr häufig passiert ist. Es wurde 3 Wochen vorher in einer Schule, vor der Schule Kinder erschossen. Und so, das sind schreckliche Gegenden, ganz anders als bei uns. Und dann aber, wie gehen die Kinder mit dieser Situation um? Das ist interessant. Und das ist, das zu kontrastieren mit dem, wie gleichaltrigen Kinder in Deutschland, in unserer Gegend umgehen und so weiter, das gibt nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Situation. Alles Selbstverständliche wird sozusagen eine Besonderheit dadurch, durch dieses Kontrastieren. Also das ist in bestimmter Weise ein spektakuläres Projekt gewesen, das mit Kindern stattgefunden hat. Und ich finde, dass dieses Projekt mit Kindern ohne weiteres als Beispiel dienen kann für die Forschungskonzeption der Tübinger Forschungsgruppe, die sich als eingreifende Forschung versteht. Das ist immer ein Eingriff, wenn wir in der Schule da in Auckland aufgetaucht sind, aus Europa gekommen sozusagen, interessiert, wie die Kinder da existieren und was sie da machen und so weiter. Das ist immer eine Sensation, das bringt immer alle zum Nachdenken, das zwingt die Lehrer, den Rektor und so weiter, auch zur Legitimation, warum die Schulen abgesperrt sind, während die Kinder drin sind und lauter solche Sachen, müssen sie erst neu überlegen. Und damit ist es ein Eingriff. Und dieser Eingriff, der muss gestaltet werden. Das heißt, wir wussten, dass wir eingreifen, wir haben uns nicht vorgestellt, wir sitzen vor der Einwegscheibe und keiner sieht uns oder so, wie das in der Psychologie ja immer noch üblich ist, um den Einfluss abzuwehren, den man selber ausübt, sondern der Einfluss wurde gezielt gesetzt und kontrolliert. Welchen Einfluss haben wir sozusagen, welchen wollen wir haben? Wie gestalten wir das, dass wir den Einfluss haben, den wir haben wollen? Und sie wussten auch, dass es um das Verhältnis geht von Einheimischen, von Leuten, die von hier sind und die nicht von hier sind. Das hat in Amerika andere Bedeutung natürlich, Schwarze und Weiße und so weiter. Mexikaner vor allem dann auch und so. Gut. Ich habe das vorangestellt, weil es etwas Spektakuläres und Ungewöhnliches und damit gleich deutlich macht, dass es sich nicht um so Kleinforschung handelt, wie man sich subjektwissenschaftliche Forschung vorstellt, wo ein Klient zum Therapeuten und Forscher kommt, um zu sagen, dass er ein Problem hat und dann versucht man gemeinsam das Problem zu lösen. Sondern man bewegt sich eigentlich immer in einem ziemlich umfangreichen Praxiskontext, der sogar bis, wie man in diesem Projekt sieht, bis hin zu internationalen Unterschieden reicht. Also man muss sozusagen, wenn man mit Kindern forscht, zu einem ganz spezifischen Problem, muss man immer gleichzeitig noch den ganzen gesellschaftlichen Rahmen mitdenken, in dem dieses Verhalten der Kinder sich entwickelt. Und dafür ist das sozusagen ein Beispiel jetzt gewesen. Ich habe relativ, oder wir haben, Tübinger Forschungsgruppe, wir haben relativ viel Jugendforschung betrieben. Eine Forschung haben wir zusammen mit der IG Metall entwickelt auch. Ich kannte einen sehr gut bei der IG Metall und ich arbeite auch häufig, auch schon vorher häufig, mit Gewerkschaften zusammen. Und dann hieß es, was treibt die jungen Menschen an? Und deswegen haben wir das Projekt genannt, Neuorientierung und Engagementformen junger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also in dem Fall geht es jetzt um junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und wieder sieht man, es ist eine Methodenkombination. Aber jetzt kommt sozusagen, was ist das Besondere an diesem Ansatz, den wir jetzt machen, der nicht in Kontrast steht zu der Praxisforschung zum Beispiel der Berliner Gruppe oder so, sondern der eben ein spezifischer Ansatz ist, für bestimmte Fragestellungen geeignet. Diese Fragestellung ist sehr umfangreich. Welche neuen Orientierungen und Engagementformen gibt es bei jungen Arbeitnehmern und was bedeutet das? Und deswegen ist natürlich die ganze Untersuchung, das ist ein drittes